Ende? Ja, das ist hier die Ruckelecke. Da. Ich merk's. Nee, das ist wirklich so. Auch im Singleplayer ruckelt das bei mir da immer. Okay. Immer wenn ich dran Die Hühnchen sind schuld. Ja. Oh Gott. Alter. Alter, rein ins Haus. Anti-Ruckelecke ist im Haus. Rein da. Die Hunde wollen mich spielen. Lecker. Hui. Oh, wir nehmen jetzt auch schon fast eine Dreiviertelstunde auf. Episch. Ah. 2 Terabyte Platte ist ja auch Avesome. Ja, ich verarsche gerne Wörter. Da kommt auch gerne mal Avesome bei raus. Ja, ich würde sagen, dann habe ich jetzt auch wieder 3 Parts. 2 habe ich, glaube ich, noch. Nee, einen habe ich noch auf Vorrat. Ja, das sollte reichen. Einen nur? Wie schnell lädst du hoch? Warum? Ich leg dir mal eben alle in die Truhe. Ach ja, genau. Mache ich am besten. Auch wenn ich nicht wirklich viel Wichtiges habe. Trotzdem. Was hast du denn? Man weiß ja nie. Ein bisschen Dirt, dann 16 Wooden Planks, weil ich einen Baum abgebaut habe, der da nicht sein sollte. Okay. Flint. Okay, da muss das Holz rein. Rein damit. Dann habe ich noch Flint. Das müsste hier rein. Nee, stimmt nicht. Erde in TC. Nein. Und das hier müsste in Holz rein. Genau. Okay. Alles drin. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich habe nichts mehr. Meister Chewy. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal Schluss und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und mir fällt auf, dass die Playlist viel zu laut ist. So, mal schauen, bin ich denn auch richtig eingepegelt hier? Muss man ja auch mal gucken. Ja, kann man so lassen. Optionen, Geräusche. Lass ich auch mal so. Wunderbar. Hier sind die Items, die ich mit dem Scortex gemacht habe. Oder beim Scortex dabei hatte. Das ist jetzt ja auch schon wieder vorbei. Übrigens, ab heute kommt Minecraft wieder täglich. Ich habe jetzt MC mit Benny durch. Minecraft mit Benny, so. Und dann gehe ich jetzt doch gleich nochmal kurz in den neuen Gästetrakt. Sag bloß, meine Mutter kommt jetzt nach Hause. Scheint wohl nicht so. Egal. Ja, wunderbar. Wohl geht eigentlich, ist gar nicht so schlecht, der Gästetrakt, finde ich jetzt. Den lasse ich auch vorerst mal so. Wunderbar. Hier rollen nochmal neue Wolle. Okay. Den habe ich ja jetzt wieder 2. Dann laufe ich mal hier hoch wieder. So. Veggie Box. Da habe ich noch. Jetzt habe ich 6 insgesamt. Schade, ich dachte schon. Ich hätte es komplett. Hab ich, friedlich. Einfach fertig. Zurück zum Spiel. Oh. Gott. Einfach damit ich nicht in Versuchung komme, mal kurz zu cheaten. Habe ich hier denn noch irgendwo was drin? Ja, Kohle hätte ich da noch drin. Nö, sonst habe ich da nichts mehr drin. Ach, cool. Guck mal, ich kann noch Zuckerrohr ernten. Ja, wow, Lag. Da war gerade ein Lag. Aber egal. So, hier abbauen alles. Wunderbar. Da habe ich jetzt eins übersehen. Komm her. Komm mal her. Wunderbar. Ja, was ist denn jetzt mit dir los, PC? Hab mal einfach total die Spacks im Kopf. So. Hier, das Feld wäre auch wieder reif. Aber ich denke, ich habe noch was zu fressen. Unten in der Futterbox vor allen Dingen. So. Nee, nein. Hier ist die Futterbox, ja. Komm, ich kann mir mal die 8 rohen Hähnchen braten. Kohlestück dafür ausgeben tue ich gerne. Nee. Schon wieder was gewachsen. Geht ja ruckzuck hier. So. Ah ja, diese Ruckelecke hier, die kennen wir ja.
Stimmt, da hinten beim Zuckerrohr war auch so eine Art Ruckelecke. Kann ich jetzt einfach mal sagen und... Ne. Manchmal... Ne. Einfach ne. Da kann ich zu der Musik echt nur eins sagen und das ist ne. Ja, und die Hunde sind durch den Scortex ganz wild geworden. Also, die knurren die ganze Zeit so. Ist das jetzt zu verstehen? Gut. Jetzt fehlt uns natürlich ein Zuckerrohr. So. Sag mal, ist schon eins gewachsen? Ja, wunderbar. Das geht ja flott hier. Bäm. Perfekt. Jetzt kann ich doch noch ein Bücherregal machen. Wow. Ist ja richtig Luxus hier. So, perfekt. Ah. Ah, schöne, entspannende Musik. Ah. Ah. Aber doch ein bisschen laut. Ich mache es nochmal ein Stück leiser am Kopf. Zu leise. So. Jetzt geht da rein. Wunderbar. So. Ja, die kommen in den Gästetrakt. Sollten. Perfekt. Und zwar hier hinten hin. Und darauf kommt noch eine schöne Fackel. So. Nochmal. Naja, das geht. Ich sag einfach nochmal, hier kommt nochmal was hin. Gegenüber der Betten kommt immer noch was hin. So. Wunderbar. Und mehr zu düster. So. Obwohl, wisst ihr was? Jetzt, wo mir es auffällt. Das gefällt mir doch nicht so ganz. Ich glaube, ich mache hier nochmal einzelne Zimmer rein. Aber vorher gehe ich nochmal durch den Geheimgang. Vorher esse ich mir noch mal ein Brötchen. Wo ist der denn? Ist da die Tür zu? Ist etwa die Türe zu? Nö, nur nicht gefunden. Ah, warte, jetzt kann ich gucken, wo ich hier reingehen muss. Ah, jetzt klappt's. So, lange nicht mehr unten gewesen. Ist da eigentlich. Nee, da war kein Eisen. So. So. Wenn 1.3 kommt, denke ich mal, werde ich eine Erkundungstour machen. Ich gehe nochmal hier rein. Ja, hier weiß ich auch noch nicht genau, was ich machen will. Aber naja. Alles zu seiner Zeit. Kann ich hier oben nochmal den Ausgang checken? Ach, ich komme ja wieder nur hier hoch. Habe ich hier eingebaut eine Art Creeper-Abwehrsystem. Weil hier bin ich zweimal gestorben. Von meinen dreimal, in die ich jetzt gestorben bin. So hoch hier. So. Perfekt. Wupp. So. Hüpf. Und rüber da. Ja, dup. Dup, dup, dup. Oh, schon wieder ein Zuckerrohr gewachsen. Guck mal, jetzt habe ich sogar drei Zuckerrohre. Wie schön. Jetzt kann ich hier gleich nochmal. Hier muss ich auch mal reparieren, aber. Naja. Nebensache. 25 Wolle, du. Nein! Ja, hör doch mal auf, mich rumzuschieben, du dämliche Kuh. Ja, da kann ich nicht raus. Ah. Wunderbar, geil. Wow. Oh,
Wollte schon sagen, was ruckelt das jetzt hier wieder? Runtergehen und ja. Dann baue ich jetzt am Gästetrakt weiter. Vielleicht sind mittlerweile zwei grüne Wolle rausgekommen. Grüne Wolle, genau. Kakteen rausgekommen. Nein, leider nicht. Das hier kann eigentlich auch wieder weg. Ich hatte mir nie wirklich überlegt, wie ich den Gästetrakt schlussendlich jetzt gestalten will. Und dann habe ich einfach losgebaut. Ging ja auch für einige, also für die Aufnahme mit Scortex. Aber ich denke mal, das werde ich da nur ändern. Kommen hier noch ein paar Gäste. Habe ich hier noch vorbereitet. Wunderbar. So, jetzt kriege ich hoffentlich... Ja, ich kriege drei Bücher wieder. Geil. Geil. Das ist jetzt geil. So. 1, 2. 1, 2. Wunderbar. 1, 2, 3. Ich mache hier nochmal alle ab. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. So. Da muss der hin. Gut. Wunderbar. Hier haben wir dann so eine kleine Chill-Out-Ecke. Und dann geht's jetzt hier rein. Oh, wo geht's denn da hin? Ich sag nicht, dass es da schon rausgeht. Ne, Gott sei Dank. Obwohl... Naja. So. Denk mal, ich werde dann... Kommt mir gerade vor wie so eine chinesische Schlafzelle, was ich hier baue. Kennt ihr das? Wo die da irgendwie so 2 Quadratmeter Platz haben und da irgendwie 50 Euro für bezahlen müssen. Finde ich voll komisch. Aber naja, ich meine, wenn man in Tokio übernachten will, ist das der Preis. Puh, ich werde jetzt nämlich, denke ich, hier so eine... Wie heißt das? Dinge machen. Also, solche kleinen Gästezimmer, genau. 3 Stück an der Zahl. Wie weit habe ich den denn hier reingebaut? 2, 3, 4, okay. So. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier. Wo habe ich die Fackel hier hingesetzt? Dahin. Habe ich denn noch? Nein, habe ich nicht, aber egal. So, bitte lass es jetzt nur hier klappen. So. Nein! Nein! Oh, fuck. Oh, scheiße. Mist. Nee, kann ich nicht machen. Meine Güte. Muss ich das hier noch um einen erweitern? Also nochmal um eine, so eine Dreierreihe. Ist die Fackel da hinten an der Wand? Nein. Okay. 2, 3, 4, 5. So weit nochmal. We'll be right back.